Heute klären wir die spannende Frage, was bringt dir eine eingetragene Marke, wenn du auf dem Amazon-Marktplatz tätig bist und dort Produkte verkaufst? Also zunächst mal, was ist eine Marke? Da habe ich schon was dazu gesagt. Hier findest du ein Video darüber. Jetzt stellt sich aber die Frage, was bringt dir eine eingetragene Marke, wenn du auf dem Amazon-Marktplatz Produkte verkaufst? Zunächst mal ist es so, dass auf Amazon die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen gelten wie auch sonst in einem Webshop oder im Offline-Verkauf. Marke ist Marke. Das heißt, wenn du für ein bestimmtes Produkt oder für bestimmte Waren, sagt man, eine Marke angemeldet und eingetragen hast, also ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Grafik, dann bist du allein berechtigt, auf diesem Gebiet, zum Beispiel in Deutschland oder sogar in der EU, wenn du eine Unionsmarke hast, dieses Zeichen für diese Art von Waren zu benutzen. Nehmen wir an, du hast das Zeichen Apple für Möbel geschützt, dann bist du allein berechtigt, Möbel unter dem Namen Apple zu verkaufen. Und zwar egal, ob im Internet oder offline. Für Amazon gelten erstmal die gleichen Spielregeln, aber irgendwie auch doch nicht. Denn Amazon hat ein sehr spezielles Programm, das nennt sich Brand Registry. Das heißt, du kannst, wenn du Eigenprodukte auf Amazon verkaufst und nicht etwa schon bestehende Produkte anderer Hersteller, eine Marke bei Amazon nochmal hinterlegen. Das ist aber dann keine Markenanmeldung oder Registrierung bei einem Patent- und Markenamt, sondern das ist einfach eine Registrierung einer bereits bestehenden richtigen Marke. Das heißt, du musst zunächst mal beim DPMA oder bei der UIPO eine Marke angemeldet und eingetragen bekommen haben. Dann kannst du Amazon sagen, hier, ich bin Inhaber dieser Marke mit dem Zeichen Apple und mit der Markennummer so und so. Und dann hinterlegst du praktisch die schon bestehende Marke bei Amazon. Und dann weiß Amazon, okay, du bist tatsächlich der Inhaber dieser Marke und bist allein berechtigt, auf Amazon diese Produkte anzubieten. Und warum solltest du das jetzt nun tun? Zum einen ist es so, dass dir Amazon gewisse Vorteile bietet, wenn du eine Marke registrierst. Unter anderem kannst du andere Verkäufer sperren lassen, wenn die Produkte unter dieser Marke verkaufen. Die ganze Sache hat aber einen Haken. Auch umgekehrt können andere auf Basis einer eingetragenen Marke beantragen, dass deine Produkte gesperrt werden. Und ein Fall ist zum Beispiel, wenn Händler oder Verkäufer von Eigenprodukten nie eine Marke angemeldet haben, dann sind sie wirklich in Gefahr, denn dann kann ein Dritter eine gleichlautende Marke für diese Waren oder ja für diese Waren anmelden und kann dann bei Amazon beantragen, dass diese Waren von dir gesperrt werden. Und weil du keine eingetragene Marke hast, kannst du jetzt eigentlich fast nichts dagegen tun. Deine einzige Möglichkeit besteht eigentlich darin, dass du außerhalb von Amazon beim Markenamt einen Rechtsbehelf gegen diese Markenanmeldung einlegst, indem du sagst, die Markenanmeldung ist bösgläubig. Dann musst du aber wirklich vortragen und auch nachweisen können, dass die andere Person bei der Anmeldung der Marke deinen Gebrauch dieser Marke schon kannte und dass du auch einen gewissen schützenswerten Besitzstand schon erworben hast dadurch. Und das ist nicht so einfach. Das ist eigentlich nur im Ausnahmefall gegeben. Oder du hast, obwohl du keine Marke angemeldet und eingetragen hattest, durch die bloße Benutzung dieses Zeichens für deine eigenen Waren hast du eine Benutzungsmarke erworben. Dafür benötigst du aber eine hinreichende Bekanntheit deiner Marke unter den Verkehrskreisen und das kannst du nur nachweisen durch ein Gutachten. Also es ist nicht wirklich einfach, was ich dir jetzt da gerade erzähle. Deshalb ganz wichtig, melde, wenn du Eigenprodukte verkaufst, eine Marke dafür an, weil dann kannst du bei Amazon diese Marke hinterlegen und Dritte können nicht mehr diese Marke auch für sich anmelden. Sie können es tun, aber dann haben sie das jüngere Recht. Und du weißt, das ältere Recht ist besser als das jüngere. Und du hast dann auch einfach die Möglichkeit, aus deiner Marke heraus einen Widerspruch gegen diese jüngere Markenanmeldung einzulegen. Und dann gibt es halt noch einen zweiten echt fiesen Fall. Stelle vor, du hast eine eingetragene Marke für bestimmte Waren und verkaufst aber zu diesen Waren noch Ergänzungsprodukte. Sagen wir mal, irgendwelche Messbecher oder irgendwelche Mischlöffel für irgendwelche Getränke oder sowas. Und dafür hast du aber deine Marke nicht angemeldet. Und das checken jetzt gewisse gewiefte
Personen melden eine Marke gleichlautend mit deiner Marke an, aber für diese ergänzenden Produkte und lassen dadurch dann deine gesamten Angebote sperren, weil sie sagen, du vertreibst diese Waren, für die wir den Schutz erworben haben. Auch da kannst du natürlich dagegen vorgehen mit einem Widerspruch zum Markenamt mit dem Argument, es liegt Verwechslungsgefahr vor. Zwar mögen das andere Produkte sein, für die diese andere Person die Marke angemeldet hat, aber das sind eben Produkte, die vielleicht in einem ergänzenden Verhältnis zu deinen Waren stehen und somit liegt noch eine Warennähe vor und durch die Zeichenidentität kommt es dann zu einer Verwechslungsgefahr. Und auch da kannst du natürlich versuchen, mit der Bösgläubigkeit zu argumentieren. Wenn diese andere Person sowas macht und sie sitzt in Deutschland oder ihr Unternehmen sitzt in Deutschland, dann kannst du natürlich auch zivilrechtliche Rechtsbehelfe einlegen. Also zunächst zum Beispiel abmahnen und danach eine Unterlassungsklage oder einen Antrag auf einstweilige Verfügung beantragen bzw. einlegen. Oft sind solche Unternehmen aber irgendwo in der Welt verstreut, auf irgendwelchen Inseln oder in China oder in Russland. Da hast du relativ wenig Chance, weil du kannst schon eine einstweilige Verfügung nicht zustellen. Und selbst wenn du ein Urteil erwirkst, dann ist die andere Person einfach nicht greifbar und du kannst das Urteil nicht vollstrecken. Der letzte und wichtige Schritt ist, dass du auch an Amazon herantrittst und natürlich zu dieser Produktsperre, die dir widerfahren ist, Stellung nimmst und Amazon erklärst, Verwechslungsgefahr liegt vor, beziehungsweise die Markenanmeldung ist bösgläubig. Wenn du gar keine eingetragene Marke hast und bei der Amazon Brand Registry gar nicht registriert bist, dann hast du ein Problem. Dann wird Amazon da nicht wirklich mitspielen und dein Produkt wahrscheinlich auch nicht wieder freischalten. Wenn du hingegen bei der Registry registriert bist, wirst du dir leichter tun, weil bei Amazon Legal, da sitzen natürlich auch erfahrene Experten mit rechtlichem Hintergrund, also Anwältinnen und Anwälte, und die sind schon in der Lage, sowas auch zu beurteilen. Wenn du Unterstützung brauchst beim Thema Marken und Amazon, dann erreichst du mich natürlich ganz einfach über LinkedIn oder klickst einfach unten auf den Link, der auf meine Website führt, und da kannst du dann mich auch leicht kontaktieren. Das war's schon wieder. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.